Einen wunderschönen Donnerstag. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Town of Salem The Coven. Wir spielen Classic. Wir sind Potion Master. Oh, war schon lange nicht mehr. Mal gucken, wie wir hier im Classic Mode so spielen können. Hoffentlich kriegen wir direkt den Psychic raus, weil der immer sehr nervig ist. Wir werden natürlich direkt auch in der ersten Nacht einen Kill versuchen. Und anschließend dann eben auf Heilen gehen. Und zwar unsere Mates. So, wir heißen Jonathan Corwin. Jonathan Corwin, The Doctor. So, alles. Nicht Olives, alles. Noobs. Außer Mutti. So, keiner von uns gejailt, das ist gut. Edgy ist nervig. Edgy ist nervig. Chingin, den können wir mal töten hier. Tschüss. Gehört nicht zu uns, oder? Nein. Hi. Okay, und angeblich geheilt haben wir... What? Magic hat geliefert, gehört nicht zu uns, wurde auch von keinem ausgewählt. Ist immer ärgerlich, wenn sie kurz bevor man seine Aktion durchführt, lieben. Er leftete. Magic tot, Shinginko, Jess loves Nate. Keiner von uns down ist ein schöner Anfang. Brutally murdered, Shingin. Schade, Pirat hat ihn auch noch erwischt. Wenn wir das gewusst hätten, hätte ich jemand anderen ausgewählt. Medium. Das Medium ist down. Damit haben wir schon mal einen random Town raus. Veteran hat Jess Loves Nate gekillt. War Sheriff. Kein letzter Wille hinterlassen. What? Zu Sasha's Cat. Also kennen wir jetzt nur seine Rolle. Mehr wissen wir jetzt nicht. Lookout hat geliefert. Für uns kein schlechter Anfang. Drei Townies down ist immer gut. Okay, jetzt können wir keinen Doktor mehr claimen. Das ist ein bisschen unschön. Deswegen gehen wir auf Psychic. Acid Will. Death. Und Sam. Direkt Psychic Claim. Weil den werden sie erstmal nicht rauskriegen und da Counter Claim ist so eine Geschichte. Er hat noch ein Psychic Claim. Jetzt gehen wir erstmal auf Death, weil er gehört nicht zu uns und von daher rauswählen ist immer gut. Wir wissen also, dass Ward Doctor ist. Das ist in Ordnung. Wir werden schon mal hier Fake Willen vorbereiten. Ward und Shingin, das weiß jeder. Aber es ist natürlich auch der Wahrheit entsprechend. Das heißt, er ist wirklich Spy. Wir werden hier mal den sinnvollen Weg gehen und sagen... Could be Spy, but everybody knows this. Would say inno. Wir tun so, als würden wir echt Town sein. Ja, ich denke, als Townie würde ich hier sagen, er kann Spy sein, aber jeder weiß... dass das so ist. Ja, deswegen habe ich geinnot. Wenn er jetzt Town ist, ist alles in Ordnung. Er ist kein Coven, deswegen ist es für uns gut. Hoffentlich ist er wirklich Ding. Hoffentlich ist er Spy. Wenn er jetzt böse ist, habe ich Pech. Okay, Executioner hat gewonnen. Damit haben wir 5 Votes. Alles gut. Ist alles in Ordnung. Ward ist der Doktor. Den kann man eigentlich in Ruhe lassen. Ich kann nicht töten. Oh, wir haben Necromancer. Nice. Wir werden Ronald McDonald heilen. Wir heilen unseren Ronald McDonald.
Für den Fall, dass was schief geht. Und wir müssen zwei neue Namen reinschreiben. Da nehmen wir einfach mal Tracker und Watt. Hätte ich das vorher gesehen? Hätte er vorher geschrieben, dass er Ding nutzt, hätte ich ihn geheilt. Ja? Hier schreibt er nur Use Chain. Wenn er das einen Tick früher macht, kann ich ihn heilen. Alles ist gut. Warum schreibst du das nicht früher, Typ? Hat einer von uns geguiltet bei dem Spy. Sam gehört nicht zu uns. Edward Bishop, William Phipps ist tot, ist egal. Hat Tracker geguiltet? Hat er nicht. Aber wir wählen ihn trotzdem, weil er nicht zu uns gehört. So, was bringen wir jetzt rein? Sam. Edgy. Und Edward Bishop. Wir werden mal die Rolle vom Tracker rausfinden. Weil die kennen wir, glaube ich, noch nicht. Außerdem dieses ganze Gedrücke ist schwierig. Er ist der Pirate, alles klar. Da haben wir unseren Pirate. 4 Votes. Zusammen mit Exe hätten wir 5 Votes. Da könnten wir auf jeden Fall schon mal was reißen. Wir müssen nur den Jailer loswerden. Und wenn er Jailer war, ist alles gut. Dann haben wir keine große Gefahr mehr. I love Lamp. Schön für dich. Jailer. Optimal. Wir werden Sascha jetzt hier mit reinreiten. Weil ich glaube, Sascha ist der Ding. Ich glaube, Sascha ist der Blackbearer. Tracker ist Pirate. Will er mich jetzt roadblocken? Nice, wir haben einen Lever. Sehr gut. Ihr könnt töten. Dann gehe ich aufs... Du willst Sascha killen? Dann kill ich Sam. Ganz einfach. GG, we won.
Na egal, ob Sascha oder Ding, ist völlig egal. Wir haben die Votes, er hat geliefert, das habe ich noch nicht reported. Muss gleich noch gemacht werden. Toll, er wurde genau in der Nacht zum Ding. Er wurde genau in der Nacht zum Collision. Ich habe keinen Ausgabe. Doch, habe ich doch. Sam, ja. Sam ist down. Herzlichen Glückwunsch. Könnt ihr mich voten? Theoretisch ja. Sascha wurde geheilt. Aber das stimmt nicht, ich habe Sam attackiert. Sam ist die Pestilenz. Ja, mit dem Edgy zusammen haben wir die Votes. Also wir könnten was reißen, theoretisch. Votet einfach mit. Was ist los mit euch? Ich heile mich jetzt selbst. Kann ich nicht. Wie unfair. Dann heile ich dich. Dann tun wir ihn heilen. Du wirst nicht sterben, ich heile dich, keine Sorge. Ich bin da, mein Freund, ich bin da. Ich hätte doch erst den anderen heilen. Nee. Ich hätte doch Ronald McDonald heilen sollen. Aber jetzt haben wir Tracker down, Watt down. 2 gegen 3. Problem ist, wir können die Pestilenz halt nicht killen. Wieso sagt er denn bitte, Edgy sei Echse, wenn es Sam ist? Not 5, Edgy. Jetzt wird's schwierig, hinten raus. Er wird sowieso ihm helfen. Wir müssen halt Sascha oder Sam voten. Aber laut Coven Leader ist Sam Executioner. Also muss Sascha doch die Pestilenz sein. Aber wir kriegen ihn halt nicht gewotet. Edgy votet Sam. Er votet Sam. Es war dumm. Jetzt haben wir auf keinen Fall Guilty. Es
war so ein dummer Move von Samuel Seawall, ihn zu voten. Jetzt stehen wir im 2 gegen 2 da. Er ist wahrscheinlich Veteran. Er ist die Pestilenz. Er killt einen von uns. Danach wird der Letzte gewotet. Weil er hat verloren. Sasha Kent müsste guiltyen. Edgy ist der Einzige, der gilt. Jetzt haben wir verloren. Why did you vote him? We lost because of that. Vollidiot. We knew he was Jester, for fuck's sake. Warum, Was für ein Idiot Samuel Seawall. Jetzt haben wir verloren wegen dem Trottel. Meine Fresse, was für ein Idiot. So eine Katastrophe. Es war doch klar, dass er Jester ist. Jetzt haben wir verloren. Wir können nichts machen. Wir können nichts machen. Heilen bringt nichts. Keine Chance. Ach. Meine Fresse. Ein bisschen anstrengend, das Hirn kann doch nicht so schwer sein. Bisschen nachdenken. Meine Fresse, Samuel Seawall, du bist ein Vollidiot. Wie kann man so dumm sein? Kann doch nicht wahr sein. Weißt du, da spielt sie eigentlich so ein gutes Spiel. Phipps, der Idiot, sagt nicht, dass er angegriffen wird von Piraten. Dass ich nicht heilen kann. Ja, verdient. Ich report ihn trotzdem. Voted the Jester instead of Pestilence and lost the game that way. Ganz einfach, So, ich hoffe auf jeden Fall, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal dabei, wenn es weitergeht bei Town of Salem. Wir machen jetzt hier Schluss, weil ich habe keine Lust, jetzt noch die ganze Nacht abzu... Oh, ich muss noch die Nacht warten, glaube ich. Oder? Doch, ich glaube schon. Naja, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen, Leute. Tschüss.